Hallo Klemmbaustein-Eisenmann-Fans, in dem Video werde ich euch die MAC DE1024 vorstellen. Das ist hier vorne die Lok. Dann von der Bundesbahn die V188 bzw. die Baureihe 288. Das ist die. Und die meisten von euch kennen sie ja, das Lego-Krokodil, das wieder etwas überarbeitet wurde. So, fangen wir mit der MAC DE1024 an. So. Die hat einen Powered-Up-Antrieb mit L-Motor in der Lok. Da werde ich euch jetzt mal ein kurzes Video einspielen. So, der Antrieb von der MAC DE1024 ist genauso aufgebaut wie bei meinen anderen Drehgestell-Loks mit drei Achsen je Drehgestell. Der Hub, der L-Motor mit umgebautem Kabel, dass er am Hub beim Controller steuerbar ist. Die zwei extra Akkus am Hub. So. Dann haben wir hier am Motor ein 24er Zahnrad. Das greift in ein 8er Zahnrad. Das heißt, auf der Welle, die dann weiterführt, haben wir dann die dreifache Geschwindigkeit vom Motor. Das geht dann hier über 90 Grad runter ins Drehgestell. So, im Drehgestell, wie man hier sieht. Das geht hier auf die Mitte und geht dann auf die erste und dritte Achse. Das funktioniert reibungslos. So. Dann werden wir mal bis auf Vollgas gehen. Lasst euch jetzt nicht von den Haftreifen irritieren, die sind noch nicht richtig aufgezogen, deshalb eiern die noch. Das ist später nicht mehr der Fall. So, bei Stufe 10. Wie ihr seht, haben wir doch schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Dann noch einmal in der anderen Richtung. So, und alle Lagerungen von den Kreuzachsen, wo die also durch unbewegliche Steine geführt werden, sind mit harzen, säurefreiem Öl leicht abgeschmiert, dass es auch problemlos läuft. Das geht also von hier oben bis runter in die Drehgestelle. Ja, das funktioniert soweit so gut. So, dann drehen wir die Lok mal um. Hier haben wir das Antriebsdrehgestell. Ich ziehe es mal ab. Wie gesagt, hier kommt die Kreuzachse runter ins Drehgestell. Die ist gleichzeitig Drehpunkt fürs Drehgestell, Antriebsübertragung und Halterung fürs Drehgestell. Aber wie ihr seht, es fällt nicht ab. So, hier auf der Seite. Ups, das war der Deckel für den Hub. Hier auf der Seite haben wir Wagenachsen verbaut, damit die Lok auch gut läuft. So, die Front hat der Yannick gebaut.
Das ist ein wirklich begabter Lego-Eismann-Konstrukteur, kann man mal sagen. Und die Front, die habe ich auch in meiner Baureihe 120. Und die hat hier für die Lok auch perfekt gepasst, weil die sieht so vorne aus. Hier muss ich eventuell noch mit Folie den roten Streifen ein bisschen weiter gerade ausführen. Mal gucken, es geht aber auch so. So, und hier ist der Hub. Man sieht auch wieder die zwei extra Akkus. Da habe ich einen Teil. Das wird einfach hier eingesetzt. Und dann kann ich, wenn ich da drauf drücke, die Lok aktivieren. So, stellen wir sie mal aufs Gleis. So, bevor wir jetzt losfahren, noch eine kleine Anmerkung. Die Lok ist so nicht Radius 40 tauglich, weil die Achsen jeweils eine Noppe auseinander liegen. Das tut im Radius 40 zu viel klemmen. Aber da ich ihren Mindestradius 72 verwende, der hier auch liegt, habe ich da keine Probleme. Wenn man die jetzt tauglich machen wollte für einen Radius 40, müsste man entweder in der Mitte die Räder weglassen. Eine Alternative wäre es, eine Seitenverschiebbarkeit einbauen, aber das brauche ich nicht, will ich nicht, aber es würde gehen. Oder für die Hardcore Modellbauer, wie ich es jetzt bin, die Spurgrenze auf den Rädern abdrehen. Aber wie gesagt, brauchen wir alles nicht. Ich guck mal gerade, Fahrtrichtung, so, jawohl. So, dann lassen wir sie mal in der Fahrstufe 1 eine Runde drehen. Wie ihr seht, sie ist fast so schnell unterwegs wie Loks mit dem Zugmotor. So, geben wir ein bisschen Gas. Stufe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Stufe 10. Also ich denke, dass diese Geschwindigkeit wirklich ausreichend tut. Ich mache mal gerade ein bisschen höher. So. So. Jetzt müssen wir noch in die andere Richtung fahren. So, den Antrieb habe ich mittlerweile schon in 6 Loks verbaut. Keinerlei Probleme damit. So, die Reibungsstellen, die habe ich bei der auch mit harzem säurefreiem Öl abgeschmiert, dass er auch schön flüssig läuft, wie man sieht, es funktioniert. So, was kann ich euch noch zu der Lok sagen? Der Rahmen ist relativ schmal. Der ist nur 4 Noppen breit, der Rahmen, wie beim Original. Ist auch ein bisschen schmaler. Und hier der Streifen, die Streifen, wo nach oben gehen, die habe ich mir aus Folie selber geschnitten. Ist ein bisschen Fieselarbeit, aber es funktioniert. Und ich denke, die Lok sieht so auch ganz gut aus. So, hier bei den Türen habe ich wieder Skates eingebaut als Türgriffe. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. So. Dann kommen wir zum Krokodil. Fangen wir mit dem mal an. Ich nehme das jetzt zuerst, weil das Krokodil, das hat... Ich guck mal, ob ich das hochgenommen kriege. Das hat den Antrieb jetzt so ähnlich wie die Mack. Und zwar werde ich euch gleich noch die Lok zerlegen, um euch das zu zeigen, wie der Antrieb funktioniert. So, hier die Stromabnehmer. Und ich greife mal gerade ein bisschen um.
Die hatte ich ja verkleinert gehabt. Ich zeige es euch nochmal. Die Bars, die sind alle eine Noppe kürzer geworden, dass der Stromabnehmer nicht mehr so riesig wirkt. So, hier auf dem Dach, also das Dach ist komplett anders gebaut. Kann ich hier, da habe ich einen Knopf, da kann ich die Lok aktivieren. Ja, dann ein Big Ben Bricks Räder verbaut. Die sind zwar eigentlich ein klein bisschen zu klein, aber es gefällt mir so besser. Die schwarzen L-Räder, die waren mir einfach zu groß gewesen. Obwohl es passen tut, aber es hat mir halt nicht gefallen. So, die sind auch, wie gesagt, jetzt zusammengefasst, die Räder. Mit einer Kuppelstange verbunden. So, dann werde ich jetzt mal die Lok zerlegen. So, wir haben sie zerlegt. So, hier ist das Innenleben. Ich habe da einen kleinen Schrittmotor verbaut von Lego. Der reicht mir. Da hat die Lok auch schön Kraft. So, der geht dann auf die Kreuzachse, die dann runter ins Drehgestell geht. Hier haben wir wieder einen extra Akku. Hier ist der Drucktaster, damit ich den Hub aktivieren kann. So, hier kann ich es euch gerade noch mal zeigen, was die Probleme, wo man da haben kann. Normalerweise kann man die hier einmal drauf drücken und er verbindet sich. So, tut er aber nicht. Dann kann man hingehen, wenn man länger drückt, tut er sich in der Regel auch verbinden, macht aber nicht. So, ich kann jetzt hier machen, was ich will. Er verbindet sich einfach nicht. Keine Chance. Lässt sich auch nicht ausschalten direkt. So, wir warten mal gerade, bis er jetzt aufhört zu blinken. So, versuchen wir es nochmal. Also wie ihr seht, keine Chance. Da muss ich mal die Software erneuern. Das geht ja über die Lego-App. So, setzen wir das da mal nochmal zusammen. Ja, das ist jetzt alles noch nicht hundertprozentig, weil der untere Bereich, der wird wahrscheinlich dieses Jahr noch geschwärzt. So, dann kommt das hier drauf. So. Jawohl. Und hier, das ist dann der Einsatz für dann den Hub zu aktivieren. So, seht ihr, wenn ich jetzt die erste Lok abgeschaltet habe, dann verbindet er sich. So, man sieht, geht. So, hier ist das antriebslose Seitenteil. Das ist hier mit einem Drehteller, wird es befestigt. Dann kann ich auch noch mal zeigen, habe ich hier noch Blenden angefügt, damit die drei Teile schön eng zusammen sind. Ah, was ich noch zeigen kann, die Front. Die habe ich etwas umgestaltet. Da habe ich normale Headlights als Spitzenlicht da unten geholt. Hier oben das dritte Spitzenlicht ist jetzt auch in Braun. Dann habe ich hier eine lange Hose als Geländer dran gemacht. Das haben auch schon einige realisiert,
aber vor mir habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Deshalb nehme ich das mal in Anspruch, dass es meine Idee war und ich es nicht abgeguckt habe. Also abgeguckt habe ich das auf jeden Fall nicht. Dann habe ich hier die Griffstangen noch anders gemacht. Das gefällt mir so besser. Na, man mag es nicht scharf stellen. So, das Antriebsdrehgestell. Da geht die Kreuzachse. Die geht hier durch das Loch. Greift dann hier auf das Zahnrad. Wie man hier sieht, das sind jetzt Big Ben Prix Räder, die Medium. Da habe ich selbst eine Spur in eine Rille reingefräst, um Haftreifen aufzuziehen. Das hier sind jetzt die normalen Blue Prix Haftreifen. Die haben sich gut dehnen gelassen. Mal gucken, wie lange sie das mitmachen. Also das funktioniert ganz gut. So, dann bauen wir die Lok nochmal zusammen. So, ich habe sie schon auf Gleis gestellt. Dann werden sie mal fahren lassen. So, hier gerade noch die Trittstufe richtig machen. Dann soll ja alles so sein, wie es sein soll. So, was ist da los? Da klemmt es ein bisschen. So, das ist jetzt Fahrstufe 1. So, fahren wir hinten gerade ein bisschen schneller. So, in der Kurve wird sie geringfügig langsamer. Aber es geht. So, dann werden wir mal auf Fahrstufe 10 gehen. So, das ist jetzt Fahrstufe 10. Also fürs Krokodil ist die Geschwindigkeit ganz in Ordnung. Die muss nicht rasen. Das passt so. Sieht richtig gut aus. So, dann noch einmal in die andere Richtung. So, die ist natürlich auch nicht Radius 40 geeignet so. Aber brauchst du nicht. Wie gesagt, Radius 72 ist bei mir der Mindestradius. Da kommt alles durch. So, wenn wir mit der V188 gleich noch durch sind, werden wir ein paar Güterwagen aufs Gleis stellen und dann werden wir die drei Loks auch noch vom Güterzug testen. So, stellen wir die mal auf die Seite. Und dann kommt unsere V188. So, die war ja ein mehr oder weniger Schnellschuss, die ist also da hat zwischen Entwicklung und aufs Gleis stellen hat das ich glaube 2,5 Wochen gedauert, maximal 3. Ja, war es auf jeden Fall nicht. Das ging relativ flott. So, bei den Drehgestellen, da habe ich mir die Drehgestelle von meiner Baureihe 118 abgeguckt. Die sind so ähnlich aufgebaut. Ich wollte da keine vier festen Räder verbauen. Deshalb hat jede Lok zwei Drehgestelle. So, ich werde es mal gerade auf die Seite legen. Da habe ich hier innen sind die Zugmotoren und außen haben die Drehgestelle wieder Wagenachsen, damit das Ganze auch gut laufen tut. So, zurück. So, die dritte, die sind am Gehäuse fest, während der Rest sich halt bewegt. Für den Radius 72 ist das in Ordnung. Auch hier der Abstand, der ist auch für den Radius 72 noch geeignet. Wenn es enger wird, müsste man da schon 2 Noppen Abstand machen oder 1,5 Noppen Abstand.
So, etwas habe ich euch noch nicht gezeigt. Das war die Front. Die ist auch wieder in Snap-Bauweise entstanden. Wie bei den meisten meiner Loks. Die Fenster, die laufen dann von innen nach außen. Und unten der Bereich, der läuft nach vorne. So, der Streifen um die Front ist wieder ein Stück Folie, wo ich dann zurechtgeschnitten habe. Wie man sieht, die Lok sieht ganz gut aus. Manchmal ist die Front etwas zu steil im Bereich der Fenster, aber für die jetzt irgendwie anzuschrägen, das war mir dann doch zu viel des Guten. Die bleibt jetzt so, mir gefällt es so. Passt. So, dann werden wir die beiden Lokhälften, das ist das korrekte Wort, das ist jeweils eine Lokhälfte, Hälfte A und Hälfte B, werden wir so mal einschalten. So. Das funktioniert wunderbar. Dann stellen wir sie mal aufs Gleis. So, jawohl. Dann lassen wir sie mal laufen. So, eine Runde in Fahrstufe 1. So, in der Kurve wird sie ein klein wenig langsamer. Warum, weiß ich nicht. Ich habe nachgeguckt, also da klemmt nichts. Die Drehgestelle, die haben da noch minimal Spiel. So, dann werden wir mal ein bisschen Gas geben. So, das da ist jetzt Fahrstufe 8. Also schneller möchte ich jetzt nicht fahren, weil ich denke, bei Fahrstufe 10 fliegt sie mir aus dem Gleis. So ist es schon mehr gleich bleiben bei der Geschwindigkeit, wenn es ein bisschen flotter ist. So, dann fahren wir mal noch in die Richtung. Jawohl, fährt sie auch einmal frei. So, dann werde ich mir jetzt ein paar Güterwagen holen. Und dann schauen wir mal, wie die Loks sich so vor einem Zug machen. So, da habe ich mal ein paar Güterwagen organisiert. Das meiste sind so ein bisschen ältere. Bundesbahn Epoche 4 etc. So, zu der V188 passt der Schwerölwagen auf jeden Fall. Der geht immer. So, der Tonerdewagen. Ist ja auch kein Stilbruch. So, dann holen wir mal die zwei Kühlwagen. Die sind ein bisschen niedrig. Die müssten mal etwas länger und etwas höher werden. So, dann machen wir die anderen gedeckten Wagen noch dran. Oh, das haben wir hier. Da haben wir eine kleine Panne. Ich sehe gerade, der Wagen hat Kugellager. Da ist er eigentlich nicht geeignet. Aber egal, es bleibt da drin. So, wie man sieht, Fahrstufe 1 klappt immer noch. So, machen wir mal einen richtig schönen Bundesbahnzug. Da fehlt mir doch tatsächlich eine Achse. Das habe ich ja noch nicht gesehen, dass ich einen Güterwagen habe, dem eine Achse fehlt. So,
zack, Achse gefunden. So. Okay. Na, bleibst du da dran? So, da vorne hin. So. Oh, geht immer noch. Und lassen wir sie mal eine Runde fahren. Ja, so ganz leicht fällt es ihr schon immer, mit dem Güterwagen da zu fahren. Ja, volle Bulle. Ja, doch. Da sind noch ordentlich Reserven. Dann hängen wir noch ein paar dran. So. Dann noch die Flachwagen dran. Die Kisten wiegen nichts. Die sind eigentlich was für einen hohlen Zahn. Noch ein Sechsachser hinten dran. So, dann schauen wir mal. Okay. Da lacht sie auch noch drüber. So, ich habe da jetzt noch den Kranwagen und den Silowagen von der Reichsbahn stehen. So, machen wir die noch dran. Und dann würde ich sagen, reicht's. Weil so viele Wagen werden bei mir nie zusammenlaufen. Das sind jetzt im Prinzip schon drei Züge, wo ich das dann zusammenhängen habe. Aber wie man sieht, die Lok lacht da drüber. Bisschen langsamer. Sieht doch richtig schön aus. So ein langer Zug auf schlanken Weichen, großen Radien. So, dann hängen wir mal das Krokodil vorne dran. Dann gucken wir mal, ob das Krokodil da noch mitmacht. Oh, ja. Da hat das Krokodil was zu arbeiten. So, ich hätte vorher schon ausschalten können. Jetzt müssen wir mal wieder ein paar Sekunden warten. Ups, Erdbeben, Entschuldigung. So, gleich sind sie ausgeschaltet. Jawohl. Dann schalten wir das Kroko ein. Ne, wollte es nicht. Nochmal. Jetzt. Gut. So, dann schauen wir mal. Da ist ein Kleist. Also das sind für das Wohlbefinden des Krokos dann doch zu viele Wagen. Da werden wir mal ein paar abhängen. So. Wir die mal noch runter, dann tasten wir uns
Schocker hoch, also das waren wieder definitiv zu viele Wagen. So, dann lassen wir das mal so. Das geht, aber nicht mehr ganz so flott. Gut, das Krokodil war ja im Original auch nicht so schnell. So, also da ist wieder ein Kleist. Also in der Fahrtrichtung mag sie das nicht. Und wie gesagt, das ist einfach ein Problemkind. Das Kroko, da habe ich wirklich scheinbar noch nicht die richtige Antriebskonfiguration gefunden. Ich drehe sie jetzt mal um. Ob sie mit dem Antrieb hinten besser vorankommt. Sollte sie eigentlich. So, also. So rum funktioniert's. Aber mit der Wagenmenge hat sie schon zu kämpfen. Also, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da wird der Antrieb wohl oder übel nochmal etwas umgebaut werden. So, dann testen wir unseren Drehgestellantrieb bei der Mack. So, auch noch mal kurz warten, bis das Krokodil ausgeschaltet ist. So, jetzt. Jawohl. Jetzt noch. Also die Anzahl Güterwagen ist kein Problem. Wie man sieht, die Lok fährt einwandfrei. So, ein bisschen langsamer. So, das müsste Fahrstufe 2 sein. Klappt auch. Jawohl. So soll das sein. So, dann versuchen wir, der auch noch ein paar Wagen mehr dran zu hängen. Ja. Da will die Drehgestellplatte nicht so greifen, wie sie soll. Da fahren wir hier mal so hin. So, wunderbar. Aber wie gesagt, die dürfte normalerweise nicht so viel packen wie die V188, weil die hat ja zwei Antriebe drin gehabt. Deshalb kann man der Lok nicht böse sein, wenn sie jetzt da die ganzen Wagen packen tut. So. Da ist es schon am Anfang ein bisschen am Schleudern. Aber wie man sieht, sie schafft die Wagen noch, aber man merkt deutlich, dass es auf den Antrieb geht. Sie läuft nicht mehr so sauber, deshalb werde ich da jetzt auch nicht mehr Wagen dranhängen. So, da hängen jetzt 13 Wagen dran. Die
V188 hatte dann 17 dranhängen gehabt, also das ist mehr, wie die Loks ziehen müssen. So, dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Hat mich gefreut, dass er wieder reingeschaut hat. Und dann bis demnächst. Tschüss.